Das ist meine neue Leidenschaft. Das ist sozusagen, hier kommt das Handy rein in die Halterung und hier vorne sind so Aufsätze und jetzt als Salve-TV haben wir auch die ersten Filme damit gemacht. Das macht einfach nur Spaß. Jetzt habe ich festgestellt, dass Leute ganz verrückt reagieren, sagen, vor allem wenn es klingelt, ne? Das ist, hallo? Ja, genau. Ich komme gleich. Nee, kein Problem, ich mache gerade noch einen Film. So, ist das die Zukunft? Ist das die Zukunft? Mit dem kann man hergehen und kann tatsächlich Kinofilme erstellen. Das Besondere dabei ist, wir haben hier einen Adapter, der ist das Stück hier. Da wird eine sogenannte Zwischenabbildung produziert. Das Bild wird zweimal abgebildet und dadurch bekommt es eine sogenannte Tiefenschärfe oder eine definierte Schärfe. Und so sehen wir eigentlich auch im Kino, so werden die Kinofilme gedreht. Jetzt das Verrückte ist ja, normalerweise, ich nehme jetzt mal hier dein Ding, Handy, iPhone, so, derjenige, der das hat, dass man da auch mit filmen kann, ist ja vollkommen klar, ne? Aber jetzt die Idee sozusagen, also da eine Hülle zu nehmen und die in so ein Gehäuse reinzustecken, einen Adapter zu haben und normale Fotoobjektive vorne vorzumachen, da kommt gigantisches Zeug raus. Für mich ist es ganz wichtig, auch zu vermitteln, das ist nicht nur was für Profis, sondern ich gehe davon aus, dass diese Technik in ein paar Jahren die normalen kleinen Fotoapparate ersetzt, die heutzutage jeder hat. Weil damit kann man ein Bild schießen, kann es direkt bei Facebook hochladen, kann es veröffentlichen, kann einen Film erstellen, kann als Volksjournalist irgendwelche Dinge aufnehmen und zum Beispiel dann hier einen Sender übertragen.